Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Team Rocket Edition. Ja, in diesem Part wollten wir ja die ganze Region uns anschauen, um Sachen zu finden, die wir noch nicht erledigt haben. Aber zuerst brauchen wir ein Pokémon, das fliegen kann. Das heißt, ich nehme erst mal. Zuerst muss ich ein Pokémon ablegen. Ich nehme mal. Ich lasse mal Fusäure da. Und ich nehme mal Pharaoh mit. Ibitak. Das ist unser Pokémon, das fliegen kann. Und jetzt fliegen wir mal nach Fatale City zurück. Oder wie auch immer die Stadt auch heißt. Wo ist das denn nochmal? Ich muss nochmal nachdenken. Neptaville heißt die, glaube ich, ne? Okay, fliegen wir nach Neptaville. Das ist Vertania City. Wo. Hier müsste, glaube ich, eine Arena sein, weil wir haben hier eine Arena anfangs nicht erledigt. Ich frage jetzt, wo ist sie? Entweder ist sie in der Stadt oder die kommt später irgendwann mal. Also hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Wo ist die Arena denn? Wo ist hier? Toll. aber hier scheint echt keine Arena zu sein. Sehr komisch, weil. Zeig's euch mal. Weil uns fehlt hier anfangs ein Orden. Die anderen zwei haben wir. Das heißt, wir müssten eine Stadt übersehen haben. Die Frage ist, wo ist diese Stadt? Beziehungsweise, wo ist die Arena? Fliegen wir mal nach Ohio Town. Oder wie auch immer die Stadt auch heißt. So, und schau mal bei Giovanni vorbei. Hey, Boss! Jo! Ich bin wieder da! Ja, ich seh's! Okay, ich geh wieder. Ja, mach's gut! Na ja, sonst auch nichts, vermute ich einfach mal. Na gut, fliegen wir einfach mal nach, Larimar Town. Na, bei dir. Und gehen in diesen Turm rein. Denn jetzt haben wir ja das Geisterscope und jetzt können wir auch die Geister da identifizieren, die dort drin sind. So, nichts für Weicheier. Nicht wahr, du? Pokémon Cemetery. Was erected in the memory of Pokémon? Das hat Deed. Na gut, gehen wir einfach mal hoch. Oder beziehungsweise einfach da weiter. Da -dam. Willkommen im Geisterturm. Aber das ist ja eine andere Edition, deswegen heißt er auch anders. Ich kann es mir nicht erklären. Okay. So, hier müssen Pokémon, glaube ich, auftauchen. Kann auch sein, dass ich mich irre. Evil Spirit! Verpiss dich, böser Geist! So, wahrscheinlich haben die sehr, sehr schwache Pokémon. Ja, geht eigentlich, ne? So, testen wir unser Arcani einfach mal. Flammenwurf! Also, diese Kämpfe hier sind sehr leicht zu bestreiten. Ich dachte, man braucht da einen Geisterscope. Wahrscheinlich sind die Geister dann eine Etage höher, vielleicht auch sogar hier. Das werden wir dann schon sehen. Also normalerweise tauchen hier Geister auf. Und wozu bräuchte man das Geister-Scope denn sonst? Was, Kekse? Kekeke! Verrückte hier, lauter Verrückte. Und die haben alle die gleichen Pokémon, nämlich Nebulak und Alpollo. Vielleicht sogar noch ein Dragosso und oder Gengar. Mal schauen. Es wird hier ziemlich langweilig. Hoffentlich schlaft ihr mir hier jetzt nicht ein vor dem PC. Okay, Channel heißt Nebulak auf Deutsch, auf Englisch. Ah ja, es taucht ein Pokémon auf, sehr schön. Hallo Nebulak. Geil, Gastly.
Spricht man das Ghastly aus oder Ghastly? Ich tippe einfach mal Ghastly. Hast du irgendeine Krankheit oder so? So ein spezielles Syndrom? So ein Tourette-Syndrom? Scheiße, Pisse! Ja gut, das kann man alles mit Flammenwurf hier erledigen. Risikosegment können wir hier nicht einsetzen, da Geister-Pokémon immun gegen Normal-Pokémon sind, beziehungsweise auch umgekehrt. Also Geister-Pokémon können mit keiner Geisterattacke Normal-Pokémon treffen und so ist es auch genau umgekehrt. Ein Fluchtseil werden wir vielleicht verwenden. So, hier ist die nächste Etage. Es wurde hier komplett umgebaut, fällt mir jetzt auf. Hallo Nebulak, du langweilst uns, ne? Komm, machen wir mal Schaufler, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ist auch sehr effektiv, also das wird es nicht überleben. Okay. So, hier ist noch eine Trainerin. Und zwei Items. No! Lauter Bekloppte hier ist, das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist Sparta. Och Mensch, das ist doch langweilig. Habt ihr nur Nebulax oder was? Langweilig, langweilig. Schnarch, okay. So, hier ist noch ein Item. Es ist ein Aufwecker. Na, findet man im Originalen auch. Oh, komm schon, jetzt hört's auf, Nebulak. Ghastly. Ich sag Ghastly. Ghastly, weil man das so ausspricht wie Geist. Ghastly. So, hier ist noch eine Bekloppte. Be cursed with me! Ah! Die hat sogar zwei. Wahrscheinlich noch ein Alpollo, was ein bisschen abwechslungsreicher wäre. Hoffen wir, dass die noch ein Alpollo hat. So, vertreiben wir die Geister mit Feuer. Schon wieder ein Ghastly. Na toll. Als hätte man doch einen Gengar oder so noch einbauen können. Ich meine, die Level wären schon einen Gengar würdig. So, Ghastly ist auch down. Genauso wie diese Bekloppte hier. What? Ein Elixier. Ja, findet man hier auch. Also die gleichen Items, wie man auch im Original findet, sind hier auch zu finden. Aber leider auch die gleichen Pokémon. Verschwinde! Ich will nix! Beat me not! Was? Naja, gut, immerhin sprechen sie noch Englisch. Es ist nur ein Zeichen, dass sie noch einigermaßen bei Verstand sind. Nochmal wieder Flammenwurf. Schau, Ghastly, man hört mit dir. Das sind langweilige Kämpfe in diesem Turm oder was auch immer das sein soll. Ein wildes Pokémon greift an, ein Dragosso. Ist ein bisschen Abwechslung jetzt auf hier einmal, ne? Hätten wir jetzt nicht schon ein volles Pokémon-Team, würde ich sogar ins Team aufnehmen, weil Knogge ist richtig gut. Das ist ein KP Plus. Ja, setzen wir es gleich ein. Und geben es einfach mal. Kiffer! Jetzt hat Kiffer noch mehr KP. So, die vierte Etage ist es jetzt eigentlich? Nebulak! Okay, wie wollen wir das Nebulak am besten killen? Dick oder Flammenwurf? Nehmen wir mal Flammenwurf. Ach Mensch, ich bin am überlegen, ob ich hier speeden soll, weil das langsam sehr langweilig wird. Oh mein Gott, noch eine Trainerin. Oder beziehungsweise eine Bekloppte. Wie auch immer.
Naja, komm, machen wir einfach mal die paar Kämpfe, geben auch sehr viele Erfahrungspunkte und ist ein gutes, leichtes Training für uns. Die müsste sogar einen Alpollo haben, glaube ich zumindest. Wenn ich mich nicht irre, hat die einen Alpollo. Yep, die hat einen Alpollo. Nein, fuck. Ah, es hört auf mit diesen Ghastlys. Gott verdammt. Aber das Level ist gut eigentlich. Aber nicht so gut wie unser Rex. Okay. Die hätten wir auch in den Sand gestampft. Was, ein Nightmare? Du bist ein Nightmare. So, hier geht's noch weiter. Give me your soul. Leute, ich hab die. Ich eingeschlossen. Weil ich das Ganze immer sprechen muss. Ach, dir hat das Alpollo. Gott verdammt. Na gut, nochmal dick. Und tschüss. Na gut, dass wir hier ein neues Level haben. Stellt euch mal vor, wir wären hier mit 20er oder Anfang 30er hier reingegangen. Puh! Und hier ist nicht einmal ein Heilbereich. Normalerweise wäre hier ein Bereich zum Heilen da. Come, child. I see yourself the space with white magic. You can rest here. Ja, wo denn? Verstehe ich nicht. Zombies! Zombies? Ich glaube, der hat zu viel Left 4 Dead 2 gespielt. Kann das sein? Wahrscheinlich spielt die immer den Francis. I hate stairs. I hate hospitals. And doctors and lawyers and cops. Naja, ciao, Ghastly. Lauter langweilige Kämpfe hier, lauter langweilige Kämpfe. Ein Nugget. Wer lässt hier sein Nugget einfach so liegen? Unglaublich. Uff. Was hat die denn da in der Hand? Das habe ich glaube schon mal in meinem Let's Play gefragt, was sie da hat in der Hand. Sieht so aus wie so ein fettes Ankerteil, das er gleich auf uns schmeißen wird, weil es so behämmert im Kopf ist. Und Rex erledigt die ganze Arbeit. Ciao, Hunter. Sehen uns im Tod wieder. Ach, du bist ja schon tot. Der perfekte Skull-Joke eigentlich. Naja, okay, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier ganz oben sind, meine ich. Oder? Ich glaube, das ist sogar schon die letzte Etage, weil man findet hier einen Saunabobmann auch im letzten Stock. Das würde erklären, warum hier auch keine Heilzone ist. Aber hier ein wildes Alpollo findet man auch selten. Aber am häufigsten sind sie ja immer noch in der letzten Etage. Lauter verkloppte hier. Ich verklopp euch gleich, dann seid ihr noch mehr bekloppter als jetzt. nö, ich Flammwurf. Something fell out. Du fällst gleich aus. Ach komm schon. Das war jetzt die Rache, weil ich sie beleidigt habe. Jetzt hat sich hier Nebulak zu einem Hunter weiterentwickelt. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Tut mir leid. Wo ist hier lang? Ach, hier geht's weiter. Okay. Ach Mensch, das geht ja noch höher. Give me blood. Okay, die spielt wahrscheinlich einen Vampir, ne? Ne, Frau Vampirin, zu viel Twilight geschaut. Okay, wir wollen uns ein bisschen erledigen, Flammwurf. Komm, da will ich jetzt nicht allzu lange rumdenken. Einfach nur Flammwurf und weg damit. Mit diesem Scheiß da. Langweilig. Habt ihr keine besseren Pokémon als Nebulak?
Das ist doch voll langweilig. Na gut, man muss erklären, also in der ersten Generation ist das einzige sind die einzigen Geist-Pokémon Nebulak, Alpollo und Gengar. Aber man hätte da doch noch einen Golbat oder so reinbauen können. Oder so gruselig aussehende Pokémon, so wie Arbok, wie die, also die Pokémon, die Agathia auch hat, so in der Top 4. Ich frage mich, gegen wen wir in der Top 4 kämpfen. Wahrscheinlich die gleichen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich spiele das hier blind, ne? Ich habe es noch nie zuvor hier gezockt. Ist auch mein... Ja, ich habe bis jetzt auch noch nie ein Hack durchgespielt. Also, ich habe Pokémon Bloody Platinum gespielt und, Worldwide, aber ich habe beide noch nie durchgespielt. Weil man da einfach so sehr lange trainieren muss. Weil bei Platin ist es sogar am heftigsten. Da muss man, hat man schon beim letzten Orden schon 80er Pokémon. Also ja, ist ein pures Trainierspiel. Ach komm schon, das ist doch voll langweilig. Hier geht's lang. Nein! Langweilig! Langweilig! Lauter Nebulax, hört auf, mich zu nerven! Was X Akkurati? Weiß nicht, was das ist. Irgendein X-Item. Und hier ist die letzte in diesem Stockwerk. Kick! Was? Du magst Kekse? Dann geh zum Netto und kauf dir welche. Hallo Nebulak. Ich hab dich noch nie in diesem Part hier gesehen. Das ist echt das erste Mal, dass ich hier einen Nebulak sehe in diesem Part. Unglaublich. Naja, aber es hilft nichts. Wir müssen es machen, dann ist es halt heute etwas ein langweiligerer Part. Aber ja, man kann da nichts machen. Oh Mensch, jetzt hört doch auf mit so Nerven hier. Ich habe keine Lust mehr, komm. Jetzt fliehe ich jetzt nur noch bei diesen wilden Pokémon. Megan Intruders! Ah, sind wir schon hier beim Knoller. Na gut. Ghost appeared. Ghost Scope. Unworld the Ghost Identity. Na gut. Nein, es ist wieder kein Nebulak, es ist ein Knoller. Aber das Level ist viel zu schwach eigentlich für das Verhältnis, was wir hier jetzt haben. Greifen wir jetzt mal an mit Risikotackle. Der Knogge ist kein Geist-Pokémon, auch wenn es gerade ein Geist war. The Ghost was the restless soul of Cubone's mother. The mother's soul was calmed. It departed to the afterlife. Aha. So, jetzt müssten wir im obersten Stockwerk sein. Und das sind hier Bullen, die hier das Zentrum bewachen. Unglaublich. Aber wahr. Hallo, Gastly. Und tschüss, Gastly. War nett mit dir? Nämlich gar nicht. Ach komm schon, ich laufe da 4 Schritte und dann taucht wieder ein neues Pokémon auf. Mensch, Meier. Jetzt rede ich hier schon wie ein bayerischer Förster. Mensch, Meier. Runter von meinem Grundstück! We are here to protect Mr. Bank. Wir sind hier, um Mr. Bank zu beschützen. Okay. Stack-ups. Ja gut, Level geht eigentlich, Level 40, aber für die Verhältnisse ist es eher scheiße. Für unsere Verhältnisse ist es eher scheiße, meine ich damit. Und auf einmal bin ich hier plötzlich so müde, weil es so scheiß langweilig gerade war. Aber jetzt kommen immerhin abwechslungsreichere Pokémon als immer nur Gastly. So, ich wechsle mal zu PY. Vielleicht ist das, glaube ich, schon ein gutes Level. So, PY, Psychokinese. Schau, Nidorina. Hast ein neues Level up? Ah, schade nicht. Und hier ist ein Cubone. Also, Torgoso, da nehmen wir lieber. Ich würde jetzt gerne so einen Zehner einsetzen, aber wir haben es gerade nicht dabei. Nehmen wir stattdessen Alduin Junior.
Denn Aldini Junior hat das niedrigste Level von unserem Pokémon. Und es muss ihn noch entwickeln. Und hat momentan sehr schwache Attacken, außer Drachenwut natürlich. Aber auch Drachenwut ist nicht besonders die. Also ist nicht die beste Attacke, denn Drachenwut zieht immer nur 40 KP ab. Und bei den den Pokémon-Leveln, gegen den wir hier gerade antreten, ist es eher schwach. Okay, dieses Cubone hatte mindestens mehr als 80 KP, sonst hätte es zwei Drachenwut nicht überlebt. I give up. Ich gebe auf. I have to tell the chief. Ich muss dem Boss davon berichten. Tu das. We won't let you reach Mr. Bank. Wer ist Mr. Bank? Wahrscheinlich hat er bestimmt eine Bank. Voluna. Ah, oh, cool. Und die mal ein anderes Pokémon. Dick. Zwei Feuer-Pokémon, die sich mit einem Feuerstein entwickeln, treten sich gegenüber. Schau, Voluna, wenn ich mit dir. Irgendwie sage ich das jetzt dauernd, kann das sein? Ja, Kingler, die Entwicklung von Krabby. Setzen wir da mal wieder Alduin Junior ein oder immer mal Protecti. Immer mal Protecti, genau. So. Okay, was setzen wir denn jetzt ein? Spike Cannon ist eine normale Attacke. Die Attacke ist übrigens Thornkanone. Ist sogar die Spezialattacke von Austausch, schätze ich mal. Na toll, Silberblick. Echt spannend, was du da gerade machst. Na, dann bist du bei Köln. Dreimal. Oh, nur dreimal. Schade. Klammer. Also bitte, du klammerst dich hier an irgendwelchen Pokémon, die dich hier attackieren. Tschüss, Kingler. Man nennt mit dir. So, jetzt fehlt nur noch ein Bulle. Bitte, hör auf! Das can't be happening, das kann doch nicht wahr sein. Doch, tut's. Okay, hier ist der Mr. Bang oder wie auch immer. You're not getting past, kids. Oh, der hat vier Pokémon. Das hat er sich bestimmt hier gefangen. Jede Wette. Na gut, wir haben eh nur noch einen Dick. Passt ja. Und schau, Hunter, was nennt mit dir? Und schon wieder ein Level-Up für Rex. Wir trainieren Rex ein bisschen zu gut, vermute ich einfach mal. Okay, ich muss mal Dragonair ein bisschen trainieren. Also wechseln wir einfach. Was? Kleefable? Ja, wir paralysieren bis zuerst und dann setzen wir die Rap-Tastik ein. Metronom, eine zufällige Attacke. Das war Spiegeltrick und jetzt ist unser Aldini Junior deswegen paralysiert. Okay, wie kann man es denn heilen? Nämlich gar nicht, okay. Aber wir können trotzdem ein bisschen rappen. Oh Mann, die Rap-Taktik funktioniert jetzt nicht mehr. Sowas mache ich gar nicht, ich hasse den Komprimator. Scheiße. Ach Mensch, ich hasse es, wenn meine Attacken nicht treffen. Welche Attacke trifft denn immer? Sternschauer trifft immer, aber die Kantprotektik glaube ich nicht mehr. Wir haben ja stattdessen Dornkanone erlernen lassen, stimmt ja. Ach, jetzt wäre schön, wenn wir Sternschauer hätten. Feuerwirbel. Ja, mach ruhig. Ah, bist paralysiert. Loser. So, jetzt wirst du angefroren. Ach verdammt, du kannst ja nicht mehr eingefroren werden, du bist ja schon paralysiert. So, ciao. Pixie. Und es waren nur noch zwei. Oh, schon wieder ein scheiß Hunter. Hi Hunter. Ciao Hunter. Das ist Nachtnebel. Hunter ist jetzt eingefroren. Ein gefrorener Geist.
Mensch, Telefon, ich gehe jetzt aber nicht dran. Jetzt kommt Schleimock. P-Boy, komm, machen wir's schnell. Mit einer Psychokinese. Psychic. Okay. Lauter Gift-Pokémon. Ach komm, das nervt. Jetzt ruft er schon wieder an. You stupid Rocket. Du verdammter Rocket. You're not getting away with this. Moment, ich mache mal kurz Pause und gehe jetzt mal daran. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Gott verdammt. Ah! Gott verdammt hoch 2. Ah, komm, weg damit. What do you want? Tell it, my God. Go. Please. I don't want trouble. All I have is this pocket flute. Fine, I will give it to you. Just don't hurt me. So, jetzt gib mir die scheiß Pokeflöte. James. Please do not hurt me. Just take this and leave. Danke für die Pokeflöte, aber ich tu dir trotzdem jetzt noch was an. You've been hearing Pokeflute? Sleeping Pokemon will spring awake. It works on all sleeping Pokemon. Okay, soweit, so gut. Jetzt können wir dieses Relaxo hier aufwecken, was sich hier unten befindet. Aber zuerst heilen wir unsere Pokémon. Ach verdammt, wir haben noch gar kein Fahrrad. Ich will ein Fahrrad. Na gut, heilen wir schnell die Pokémon. Bla bla, halt die Schnauze. Halt die Schnauze, scheiß Schwester Joy. Und wir sind hier auf dieser Route wieder. Schade, dass wir keinen Schutz dabei haben. Das wäre jetzt eine schöne Sache. Hier haben wir damals unser Drachen-Pokémon gefangen. Shiggy. Ciao, Shiggy. War nett mit dir. Ich glaube, das gewöhne ich mir an, diesen Spruch. Hallo, fetter Angler, der hier nichts zu angeln hat. Pratini! 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 Ja gut. Genug Dratinit hier. Trainiert hier. Dratin trainiert. Versteht ihr? Drat trainiert. Die Musik ist schon lustig. Ey, cool, meine ich. Eine meiner Lieblingsmusik in diesem Spiel. So, fettes Relaxo, jetzt wirst du aufgewacht. Jetzt wirst du geweckt. Aufgewacht. James played the Pokeflute. Nein, ich werde es nicht fangen. Weil wir haben ja schon ein Team. Snorlax works up. It attacks in a grumpy rage. So, hat nur Level 30, müsste leicht zu killen sein. Ich mach mal wieder die Grab-Taktik, dann müsste es ganz schnell gehen. Hoffentlich keine Erholung jetzt, wobei es kann ja nur Erholung einsetzen, wenn es KP verloren hat. Hat es aber in dem Fall nicht. Oh, es verliert aber viele KP auf einen Schlag. Naja, gut. Snorlax calmed down with a big churn and returned to the mountains. So, jetzt sind wir hier durch. Das ist das Zerschneider. Ich habe bei. Na, wir haben Zerschneider nicht dabei. Toll. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Gott verdammt. Bla 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 bla. Also gut, nehmen wir schnell unser Zerschneider-Pokémon mit. Oder wisst ihr was? Machen wir es gleich so. Wir nehmen gleich das Team zu schnell mit und bringen das Ibitag bei. Halt, Heim 1 ist hier. Okay. Nein, nicht das. Ich hab mich vertippt.
HM2, HM1. Warum sage ich HM2? Verdammt, du kannst keinen zerschneiden. Ich hasse es. Also gut, legen wir einfach mal Pharaoh wieder ab. Und nehmen unser Beedrill mit. Aber Pharaoh brauchen wir jetzt momentan. Das heißt, ich lege jetzt nochmal Rex ab. Nein, und ich habe mich vertippt. Und ich nehme Pharaoh wieder mit. Dann stelle ich Alduin Junior ist schon an erster Stelle. Gut, kann das gut trainieren. Ich möchte es auch bald entwickeln lassen. Oh Gott, wahrscheinlich hat es gerade meine Tastatur getippt. Hier geht's lang. Larimar Town. So, ich speede da jetzt, ich will jetzt da entern. Einhorn. Na gut. Komm, Putzi! Shaggy! So, hier. Jetzt sind wir hier wieder. Und Zerschneider, weg damit! Nerviger Busch. Ach, jetzt sind wir hier auf einmal, okay. Na, kennst du den Ort? Also, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Leider. ja gut. Gut, dass wir Pharaoh dabei haben, sonst müsste er jetzt wieder zurückklatschen. Fliegen wir jetzt danach Gelina Wille. Weil ich es so wille. Denn hier ist dort, dort ist auch noch ein Relaxo und eine Arena. Aber zuerst weg mit diesem Busch. Nein, nicht das, sondern das da. So, wo ist es? Dieses fette Relax, wo hier ist es? So, weg mit dir, du Fettsack. Snorlax, work up. It attacks in a grumpy rage. Dum. Ja gut, hier ist Relaxo Nummer 2. Wieder rappen. Aber diesmal ohne es zu paralysieren, weil, ja. Okay, ich hätte es doch paralysieren sollen. Naja, ich habe das Gefühl, ich bin hier ein bisschen zu laut, kann das sein? Naja, ich kann es später eh anpassen. Also passt schon. Na, ich speede das jetzt, das müssen wir uns jetzt anschauen. So. Okay, was ist denn hier eigentlich? Geht's hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier ein Blindspieler. Wow, alles läuft hier im Zickzack. Unglaublich. Aha, was haben wir denn da? Eine Arena. Okay. Der Arena mitten hier. Sehr merkwürdig. Aber in dieser anderen Stadt aber auch noch eine Arena. Sehr merkwürdig. Naja, gut. Was gibt's denn hier für Trainer? Welches Level haben sie? It was getting bored. Mir wurde schon langweilig. Tja, dann hättest du ja einen Gamer mitgenommen. Floor. Oh, das wäre jetzt, das wäre jetzt super, wenn wir unser Arcani dabei hätten. Aber wir schaffen es auch ohne Arcani, vermute ich mal. Acid. Na, ein Pokémon kann man ja noch mitnehmen. Also, Ivitak brauchen wir jetzt nicht mehr. Acid. Hör auf, mir Acid zu geben. Scheiß Dealer. Tschüss. Ein Drachen kannst du nicht so einen Junkie machen. Okay, was kommt jetzt? Sweeping Bell, Ultrigaria.
Ja, wollen wir es mal einführen? Führen wir es mal ein. Protect the... I must protect my trainer with Ice Beam. Okay, Ultidari ist auch tot. Was kommt jetzt? Executed, das ist Kokowai, glaube ich. Nehme ich wieder Alduine. Nein, Owei. Owei, Owei. Thunder Wave. Und gleich ist dieses Owei ein Spiegelei. Giftpuder. Ich mag keine Statusveränderungen. Ach, scheiße, warum setze ich Rap ein? Und jetzt kommt noch Edelsam dazu. Unglaublich. Jetzt verlieren wir noch mehr KP in der Runde. Dragon Rage. Alduinus Junior was hit by Poison. Was war das denn jetzt? Egal. Alduinus Junior was hit by Poison. Reflektor schützt vor physischem Angriff, aber wir greifen hier eh mit einer Attacke an, die ständig 40 Schaden abzieht. Also es ist egal, ob er Reflektor einsetzt. Okay. Gloom. Ich schätze, das ist Duflo, oder? Aha, ich bin so gut. Du kannst mich auch Orakel nennen. Ich prophezeie jedes Pokémon, auf das im Englischen steht, voraus. Weg mit dir, Duflo. Hör auf da zu sabbern. Keine Manieren hier. Vor den Leuten, also ich glaube, bei dir hackt's noch. Mich wundert, dass Igelsam hier uns nichts abzieht momentan. Eine verbackte Attacke, glaube ich. Und Alduin Junior hat diese Trainerin, knapp geschlagen. Und wenn wir zwei Schritte jetzt laufen, ist Alduin down. Ich nehme jetzt mal, ja. Wir müssen es ja zerschneiden. Also zuerst schalte ich die Trainer aus. Und im nächsten Part werden wir dann gegen die Leiterin antreten. Ja, jetzt ist Alduin down. Hey! You are not allowed in here! Doch bin ich. Von der Ringleiterin. So, hier ist wieder eine Lesbe. Oh Gott. Ja, gut, dass wir Protect jetzt draus haben. Eisstrahl. Okay, was kommt jetzt? Ah, Duflo. Das sind die Vorentwicklungen, also das sind die, die Entwicklungen, die sich mit einem Blattstein entwickeln. Gloom zu Duflo. Und, dieses Bell-Pokémon da, Utrigaria zu Sansenia. Ja, wieder zerschneiden. Welcome to Ocelina, Jim. You better not un... Was? Unrestimate? Girl Power! Oh mein Gott. Ich fühle mich hier völlig unmännlich, wenn ich so spreche. Aber wiederum männlich? Weil hier so viele Weiber drin sind. Ist ja wie ein Puff. Lauter Weiber. Die Puff-Arena. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, Pflanzen-Pokémon tut man entweder einfrieren, verbrennen oder zerhacken oder zerfressen lassen. Also, ja. Pflanzen-Pokémon haben vier Schwächen. Eis, Feuer, Käfer und Flug. Und oft haben sie noch den Typ Gift noch dazu, also 4 bis 5 Schwächen sogar. Das ist Owei wieder, oder? Ja. Sag ich Owei, kommt Kokowai. Sag ich Kokowai, kommt Owei. Entscheidet euch doch mal. Naja, ein Gift-Pokémon. Quatsch, ein Psycho-Pokémon. Psycho-Pflanze, wer es genau wissen will.
Also hätte eigentlich vielfach Schwäche gegen Käfer. Aber leider haben wir keine Käferattacke parat gerade. Schade. Oh, Beten. Wie viele Trainer... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ja noch jede Menge. Look at my grass, Pokémon. They're so easy to race. I race. So, der Heavy bei diesem Pokerspiel da, was man sich bei Spiel bei Steam holen kann. I race. I bet all in. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Als wir tun ja alle Pokémon jetzt gerade hier one-hitten, weil wir hier ja noch viel zu also viel übersehen haben beziehungsweise nicht erledigt haben. Ja. Na und was macht ihr heute so? Ach, mir geht's heute gut. Ich tue hier noch jede Menge saufen und so. Aren't you the Peeting Tom? Was redest du denn da? Ich verstehe nur Bahnhof, was du da quatscht. Oder nur Englisch. Duflor. Warum so viele Duflors hier? Wahrscheinlich wegen der TV-Serie. Da sind auch lauter Duflors drin. Na, ich schaue hier momentan auch Pokémon an, also die TV-Serie. Finde ich manchmal richtig scheiße und manchmal richtig lustig. Ich sage nur Team Rocket Auftritt. Ja, aber ansonsten kann man sich's geben, wenn man ein richtiger Pokémon-Fan ist, so wie ich. Ach verdammt. Eichstrahl hat keine AP mehr. Das muss wechseln zu nehmen wir mal PY. Tangela ist zwar kein Gift-Pokémon, aber es macht nichts. Und jetzt Psychokinese. Ah, oh, verdammt, es hat überlebt. Ich dachte, es wird jetzt gekillt. Nein! No, oh, ich hasse Giftbruder! Hier, Psychstrahl! Okay, Tangalos ist besser! I'm in shock. Ich bin geschockt. Nein, ich hab doch gar keine Elektro-Pokémon. Wie willst du denn da geschockt sein? Verstehe ich nicht. Please, to meet you, my hobby is Pokémon Training. Hat die please oder nice gesagt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen müde. Keine Ahnung warum. Zu wenig gepennt in dieser Nacht. Deswegen rede ich ja auch jetzt langsam, zu langsam, weil ich jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde hier qualvoll rede. Aber ich ziehe es hier durch. Ich will euch ja jeden Tag einen Part bringen, habe ich mir vorgenommen. Auch wenn ich jetzt hier so am Abkacken bin. Aber ist mir auch egal. Ja, Käfer gegen Psycho, sehr effektiv. Aber Psycho gegen Pflanze, Käfer ist nicht so effektiv, also normal stark. Macht eigentlich nichts, wir können uns ja auch heilen, wie er. Er heilt sich eben mit Blutsauger, wir heilen uns normal mit Genesung. Genesung ist ein bisschen die gesündeste Erholung. Bei Blut von allem anderen zu saugen ist eher, naja, gefährlich. Hat ein Pokémon zum Beispiel HIV und das Blut wird dann aufgesaugt, ne? Ihr wisst schon, dann hat dieses Pokémon AIDS. Kann auch sein, dass ich mich völlig irre. Ich bin kein Arzt. Also falls ihr ein Arzt seid oder werden wollt, wie auch immer, könnt ihr dann ja einen Kommentar schreiben und mich korrigieren. Don't bring any bugs or fire Pokémon in here. Bring bloß keine Feuer- oder Pflanzen, bring bloß keine Feuer- und Käfer-Pokémon hier rein. Ich hab's gerade getan. Nee, Spaß, wir haben ja gar kein Feuer dabei. Wir haben dafür ein Eis-Pokémon dabei. Lustig. Ich nehme mal Kiffer. Ah, Gift ist auch noch eine Schwäche von Pflanze. Stimmt eigentlich. Also hat Pflanze 5 Schwächen. Boah, ist ja krass. Also, Pflanze hat echt viele Schwächen. Ah, ist Lutsch. Aber hier ist es nicht sehr effektiv.
weil Ultrigaria selber noch ein Gift-Pokémon ist. So, und jetzt Selbstdestruct. Mach ich mal Just for Fun, ist ja auch egal, wir gehen jetzt eh ins Pokémon Center. So, jetzt sind wir Protecti wieder. Ich habe hier sogar in meinem Gameplay Play hier gegen die Arenaleiterin verloren, gegen die Erika. Was mich sehr gewundert hat. Ich habe mir so gesagt, ja komm, wir verlieren nicht, das sind hier Pflanzen-Pokémon. Und dann kämpfe ich gegen die und dann verliere ich ganz knapp. Spike Cannon! Spike Cannon! Oh, tschüss, Gloom! Und auch Protect hat jetzt ein sehr starkes Level, Level 52. Oh, du! So, und hier ist die Arena-Leiterin, aber zuerst verlassen wir diese Pflanzenarena. Dum, dum, dum. Und heilen unsere Pokémon. Schade, dass wir hier keinen Schaufel dabei haben. Wobei, können wir hier ein Flugzeug einsetzen? Ich schau mal. Nein, geht leider nicht. Ich dachte, man kann sowas verwenden in der Arena. Ja, so mit einer Arena einfach mal seinen Flugzeug einsetzen. Das wird den anderen Trainern in dieser Arena überhaupt nicht stören. So. Dann noch diesen Busch hier weg. Was steht denn hier eigentlich? Training Level, Pokémon Gym, Leader Flora, Winning Trainer Jesse. Aha. Na gut, jetzt fliegen wir einfach mal zurück. To Jelena Wille. Weil ich es so wille. Jetzt nehmen wir unser Pokémon mit. Kann sein, dass ihr gerade meine Tastatur hört. Didis. So. Hypusei-Pokémon lassen wir Firo da. Und nehmen unser Feuer-Pokémon Rex mit. Okay, jetzt heilen wir unser Pokémon. Und gehen mit Speed-Tempo wieder zurück in die Arena. Okay, hier sind wir wieder. Oh ne, jetzt müssen wir hier wieder durch. Oh Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Nein, nicht das, sondern hier. Zack, zack, zack. Weg damit. Alles weg zerschneiden. So, hier sind wir. Wollen wir gleich gegen die antreten oder erst im nächsten Part? Machen wir es gleich, komm. Wir haben Zeit. Ich mache jetzt noch ein Safe State. Okay. Und bekämpfen wir die einfach mal. Hello, lovely. What isn't it? It's so pleasant. Oh dear. I must have those of welcome. My name is Flora. I am the leader of Jelena Gym. Even though I'm family, no more that cooking. Do you dare to kill it? Do you care to challenge me? Natürlich kann ich's. Arena-Kampf, Arena-Kampf, seit langem Arena-Kampf. Arena-Kampf, oh, die hat nur 3. Mein Beileid. Oh, das Level ist aber schwach. Das Level ist aber sau schwach gewählt. So, Rap-Taktik. Toll, wenn es vergiftet ist, ist es schwer zu rappen, weil unser Draugen jetzt auch Schaden kriegt. Aber du schaffst es. So, jetzt wird hier gerappt. Na, wer wird zuerst besiegt? Unser Alduine oder das gegnerische Zanzenia? Wie hat er sich denn jetzt geheilt? Oh Mann, das war bestimmt ein Gigasauger oder so ein Scheiß. Oder nee, das war ein Supertrank, bestimmt. Protecti. Ich wollte schon sagen, hoffentlich kommt kein Rasierblatt aus dem Grund, weil dann eh Rasierblatt kommt. Aber diesmal ist sogar ein Rasierblatt gekommen. Okay. Sanzien wurde von einem Wasser-Pokémon gekillt. Eine Blamage.
Pokéball. Was setzen wir denn da ein? Nur mal wieder Rex. Exekutor. Oh Gott, das kann doch keiner aussprechen. Exekutor. Hypnose, tja, toll. Netter Versuch. Mich dann einschläfern und dann mit Traumfresser oder so und Scheiß dann rumalbern, was? Kannst du vergessen. So, Wille Blume, Giflor. Hat wahrscheinlich Level 50. Oh, was? So schwach? Oh Gott. Schnell weg damit. Ich mag keine schwachen Pokémon. Tja, gut, dass wir es in diesem Part gemacht haben. Das war echt langweilig gerade. Der Rainbow Badge, der Farborden. Und jetzt kriegen wir noch TM21, das ist Megasauger. Nein, ich will noch nicht mit dir quatschen, so. Lassen wir jetzt noch die Arena gehen zurück und dann im nächsten Part machen wir die andere Arena in dieser Stadt. So, zerschneiden. War heute wieder ein längerer Part aus dem Grund, weil ich jetzt dafür ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwächer kommentiert habe. Und ich dieses Let's Play langsam fertig haben möchte und ich momentan nur Pokémon produzieren kann. Deswegen, ja, längere Parts jetzt gerade. Schade, wir haben unser Fero nicht mehr dabei. Und weil ich hoch motiviert bin, gerade mit dem Let's Play, macht mir momentan mehr Spaß als vor einem Monat ungefähr. Vor einem Monat hatte ich überhaupt keine Lust, muss ich zugeben. Aber jetzt habe ich riesen Lust auf Pokémon. Und Let's Playen. Die Pause hat mir echt gut getan, muss ich sagen. So, jetzt nochmal hier zerschneiden. Dann stelle ich mich noch vor die Arena ab. Zuerst heilen wir unser Pokémon. Und dann beende ich den Part. Da haben wir wieder eine gute Stunde fast aufgenommen. Wenn wir so weitermachen, wird das Let's Play auch bald fertig sein. Dann können wir uns unser Auge auf andere Let's Plays konzentrieren. So, das ist eine Giftarena. Die werden wir allerdings im nächsten Part machen. Moment, ich tue noch schnell die Pokémon anpassen. Ich setze am besten gegen Gift-Pokémon PY ein. Denn Gift ist gegen Psycho ist gegen Gift-Pokémon sehr gut. So, dann mache ich hier Schluss und dann sage ich bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!